Martin Hübner aus Datteln nimmt in seiner Auffangstation kranke oder behinderte Eichhörnchen auf, um sie aufzupäppeln oder ihnen ein neues Zuhause zu bieten. Der Experte hat auch Tipps, wie man sich verhalten soll, wenn man ein kränkelndes Tier findet. Ja, wenn das jetzt durch Baumfellarbeiten, dass der Kobel jetzt aus dem Baum gefallen ist oder mit dem Baum runterkam und man sieht, sind junge Eichhörnchen, sollte man erstmal warten, ob das Muttertier zurückkommt. Ja, dann wartet man mal so 20 Minuten, beobachtet das Ganze. Kommt kein Muttertier, guckt man dann mal nach, was ist mit den Eichhörnchen, sind die verletzt? Ja, nimmt die mal in der Hand, wärmt die ein bisschen auf, kann sie auch dann zwischenzeitlich wieder hinsetzen, weil ein Muttertier macht das nichts aus, dass der Mensch das Eichhörnchen angefasst hat, wie man das so von Vogelbabys kennt, dass die Mutter das dann nicht mehr annimmt. Das stimmt bei Eichhörnchen nicht, die nehmen das wohl wieder an. Ein Eichhörnchen-Muttertier nimmt ein Eichhörnchen-Junges nicht mehr an, wenn es verletzt ist, offensichtlich blutet, unterkühlt ist oder wenn es merkt, dass es krank ist. Ja, dann sieht es keine Chance da drin, dann kümmert sich das Muttertier hauptsächlich um die Jungen, die noch eine Chance haben. Ja, und transportiert die dann weiter in einen anderen Ausweichkobel. Groß genug sind meistens die Eichhörnchen, die schon einen buschigen Schwanz haben. Ein Jungtier hat auch einen behaarten Schweif schon, aber die Haare liegen dann an. Ja? Ein Jungtier könnte überleben, rein theoretisch, wenn es so 9 bis 10 Wochen alt ist, hätte es schon eine Chance. Dann lassen die sich auch nicht so einfach fangen und so weiter. Die Körpertemperatur vom Eichhörnchenbaby sollte ungefähr so bei 39 Grad liegen. Das heißt, wenn man das Eichhörnchenbaby so am Puls hält, dann merkt man, ob es wärmer als die eigene Hand ist. Und dann wäre es ungefähr gut. Ja. Aber ein Eichhörnchen-Junges rollt sich auch systematisch zusammen, wenn man es anfasst, und lässt sich ganz leicht in der Hand nehmen und abdecken. Die bleiben dann regungslos praktisch in der Hand liegen und genießen die Wärme. Ne. Einfach googeln, Eichhörnchen gefunden, vielleicht einen Ort bei, dann kommt man schon so auf gewisse Seiten. Das zweite ist, ein Tierarzt hilft normalerweise auch und viele Tierärzte haben auch Kontaktpersonen, wenn man einen Vogel findet, einen Igel findet, ein Eichhörnchen findet, ja, die wissen dann auch, an wen man sich wenden kann. Ein erwachsenes Eichhörnchen würde ich nicht gerade unbedingt ohne Handschuhe anfassen, ja. Ein Eichhörnchen, auch ein erwachsenes Eichhörnchen, was Hilfe braucht, weil es verletzt ist oder sonstiges, ist eigentlich regelrecht zahm, beziehungsweise es sind kaum Fälle bekannt, wo ein Eichhörnchen Tollwut hatte. Und in Nordrhein-Westfalen ist ja die Tollwut fast, ich glaube, sogar ausgestorben. Ne?